Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Mark of the Ninja. Wir sind gerade in Karajans Festung und versuchen den Karajan zu töten. Wir haben gerade zwei seiner Laserfallen ausgeschaltet und jetzt steht nichts mehr zwischen uns und der letzten Anlage, die irgendwelche Laserfallen steuert. Das heißt, alles was wir noch machen müssen, ist zum Karajan gehen und ihn töten, so in etwa. Kurz zusammengefasst, und uns natürlich nicht erwischen lassen, das wäre natürlich auch hilfreich. Also schauen wir erstmal ganz kurz nochmal auf die Karte. Da unten müssen wir dieses Ding zerstören. Da haben wir ja hier diese Leiche hier, die wir einfach mitnehmen können. Dann haben wir ja absolut keine Probleme. Ich lasse den Körper mal hier fallen. Zerstören wir dieses Ding, dann gehen die ganzen Laser aus. Und die Tür zu Karajan öffnet sich. Ja, Karajan, deine letzten Worte. Uiuiui, da kommen ein Haufen Leute raus. Ermorde Graf Karajan. Okay. Dann machen wir das doch. Schmeißen wir ihn mal erstmal hier rein. Körper versteckt, 250 Punkte. Die lasse ich mir nicht nehmen. Und hier ist nichts weiter, außer der Umweg halt, dass wir da reinkommen. Also gut, dann halt nicht. So, jetzt haben wir natürlich die komplette Burg auf unseren Fersen, so in etwa. Oh, den können wir vielleicht killen, wenn er hier rumkommt. Den Typen da oben. Ja, der kommt immer näher. Das ist nicht gut für ihn. Oh, ich habe natürlich den Stealth Kill völligst verkackt. Das hat jeder im Umkreis von 10 Kilometern gehört. Oh mein Gott. Ja, aber der Typ da unten, der kann halt nicht viel machen. Der sieht mich, glaube ich, nicht mal. Ja, sehe ich auch so, der sieht mich nicht mal. Ja, dann, wenn wir an dem vorbei sind, haben wir kein Problem mehr. Oh, da haben wir einen Sniper. Nicht gut. Ja, den Sniper, da wusste ich natürlich nicht, dass er da ist. Unfair. Unfair. Naja, dann gehen wir wieder hier hoch. Da kommt wahrscheinlich wieder der Typ gleich. Der Sniper, den sehe ich noch nicht. Aber ich kann hier einfach mal die Tür zumachen. Und ja, ich sehe den Sniper jetzt auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall schon mal Maß genommen und will uns wahrscheinlich gleich töten. Oh, schön, dass wir auch die Tür wieder zumachen. Ja, ich lasse den Körper einfach mal hier liegen. Der Sniper ist jetzt da, der sieht uns nicht. Ich werde jetzt einfach hier vorbeigehen. Das war so nicht schlau. Das tut so im Kopf weh tatsächlich, dass ich das jetzt gerade vergeigt habe. Also ich meine, das kann man eigentlich überhaupt nicht vergeigen. Aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Naja, whatever. Vielleicht stelle ich mich jetzt noch etwas schlauer an. So, komm nur ran, du Wache, du Fiese. Und dann werde ich dich nochmal töten. Und dann werde ich hoffentlich nicht von der Stealth-Falle ausgelöst. Und schönerweise ist er sogar bis durch die Tür durchgelaufen. Aber er hat sie nicht mehr zugemacht nach seinem Tod. Sehr unfreundlich von ihm. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Ich hoffe, dass der Sniper mich nicht sieht, wo ich gerade stehe. Und die Markierung, also diese Anlage hier, scheint sehr knapp bemessen zu sein. Okay, jetzt können wir hier raus. So, erstmal gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Zum Karajan. Wir müssen den Sniper eigentlich überhaupt nicht töten. Der steht uns keinster Weise im Weg. In absolut keinster Weise steht der uns im Weg. Aber dafür, weil er so ein Feigling ist und uns snipern will, wird er getötet. Mag keine Sniper. Da haben wir noch einen Sniper. Ich mache erstmal die Weitsicht an. Und gucke mal, also da oben haben wir den Karajan, da unten haben wir einen Haufen Leute. Ich mache nochmal die Weitsicht an.
Ja, den Typen könnte ich eigentlich mal killen. Oh, nur abgelenkt, nicht gekillt. Oh, ist das auch so ein, so ein Advanced-Typ? Ja, ich weiß, dass sie denken, dass ich da bin, aber ich bin da ja gar nicht. Ich könnte den halt jetzt von oben töten, aber die Tür ist halt offen. Da kommt gerade noch ein anderer Typ an. Und wir haben da hinten einen Sniper rumgammeln. Ja. Mach ich mal lieber einen auf Nummer sicher. Ah, das wäre sogar ein Elite-Kämpfer gewesen. So. Und da haben wir noch einen Sniper auch noch. Oh Gott, das wird kein einfaches Ding. Aber der Sniper bewegt sich in einem Radius, dass wir da vorbeikommen können. Relativ einfach sogar wahrscheinlich. Ja, wenn der andere Typ nicht da wäre. Ja, weiß ich nicht, wie ich das am besten machen soll. Ah, ich könnte die ablenken. Beide. Ja, ich warte, bis das Ding nochmal schwenkt und dann lenke ich die ab, beide. So, stopp. Nee, oder ja, das wird er trotzdem hören. Schöne Sache. Was hat er gehört? Die sind beide abgelenkt. Oh, hallo. Die haben mich beide nicht gesehen. Das ist natürlich sehr nett. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Aber der hat mich nicht gesehen, oder? Der hat keinen Alarm ausgelöst, zumindest. Naja, was soll's. Der hat einfach nur mal geschossen, glaube ich. Und da ist jetzt der Karajan, der Angst vor uns hat. Und da haben wir ihn getötet. Ja. So viel dazu. Sehr brutal übrigens. Der arme Karajan, der hat uns eigentlich gar nichts getan, oder doch? Nein, der hat natürlich unsere Leute gejagt, aber es scheint so, als ob es noch nicht zu Ende wäre. Ah, wir können hier gar nicht mehr springen, sondern wir können hier nur laufen. Wir haben auch gar keine unserer Fertigkeiten, die wir davor hatten. Wir können nur laufen. Was ist das Junk von Hessian doing here? I'd understand if Azai brought back some treasure, but what is this armor? Why did he bring back guns? We weren't just sent to kill Karajan. We were sent to steal from him. Did Azai make you accept the mark for this? Das wäre natürlich extremst. Not killing yourself? Yes, I know. You'd bring shame on yourself and your clan. But is that worse than a wrongful grave? My suspicions were right. Azai has lied to us. I have gone to the greenhouse near Tabriz to set things straight. Go with honor. But watch yourself, Dasan. Please, you must spare yourself. At least until we know what's really going on. Der Azai ist schon ein ziemlicher Schlingel, muss man sagen. Hat er uns die ganze Zeit verarscht und jetzt war eigentlich der Azai der Böse. Das ist, ja, weiß ich nicht. Plot Twist! You have saved us all. You defeated our enemies. And now we have their weapons and their technology. Azai didn't save us from Hessian. He'll warp everything we stand for. The time has come. Oh, bitte keine Entscheidungen. Stop him. He must not get away.
Ah, wir konnten uns gar nicht entscheiden. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob wir uns entscheiden können, ob wir ihn töten sollen oder ob wir uns töten sollen. Aber das war ja gar keine Entscheidung. Ja, wieso, was soll man sagen? Der Azar ist ein Schlingel, das kann man sagen. Ansonsten, ja. Ach so, kann man nicht irgendwie gucken, was man ausrüsten kann oder so? Ich will nur mal wissen, was wir ausrüsten können. Oh, ich hoffe, wir starten jetzt nicht mehr. Okay, hier können wir sehen. Ah, wir haben hier was Neues. Box. Kartonschachtel. Eine schlichte Schachtel, die sich gut als Versteck vor Wachen eignet, solange sie nicht bewegt wird. Lass mich mal überlegen. Das kenne ich doch aus irgendeinem anderen Videospiel. Und das könnte eine Anspielung sein. Aber ich komme gerade nicht drauf. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist völlig, völlig seltsam. Ja, nee. Ist natürlich obvious, von wo das ist. Jeder, der es nicht weiß, hat keine Kindheit gehabt, sage ich einfach mal. Nee. Ja, damit würde ich sagen, beende ich mal diese Episode von Zeppo Plays Mark of the Ninja. Und in der nächsten Episode werde ich den Azar jagen und nicht mehr den Karajan. Aber ich muss auch sagen, es wäre schon ziemlich kurz gewesen, wenn das schon das Ende gewesen wäre. Und damit verabschiede ich mich für diese Episode und sage Tschüss.